Und damit hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge SnowRunner. Wir sind genau da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Es war auf dem Lake Cope hier beim Lagerhaus in der Nähe von der Tanke. Da haben wir ja eine übergroße Fracht schon hingeliefert. Und jetzt brauchen wir noch eine zweite übergroße Fracht. Wir brauchen noch 4 Holzplanken und 4 Ersatzteile, genau. Die kriegen wir ja dann da oben. Aber wir haben ja hier auch noch unseren Six rumzustehen, um unseren Auftrag ein bisschen weiter fortzuführen. Fahren wir erstmal die beiden kleinen Rohre. Das kleine? Ach, das sind kleine Rohre. Die große Rohre? Nee, das sind kleine Rohre. Die fahren wir erstmal weg. Nee, zu früh die Bremse gelöst. Die fahren wir erstmal zur Fabrik und dann gucken wir nämlich mal, wie wir das mit den Holzplanken da am besten machen. Wir müssen ja, wie gesagt, so oder so nochmal da runterfahren. Optimalerweise mit einem 8-Slot-Anhänger bzw. Auflieger. Aber, wie gesagt, erstmal hier abliefern. Und dafür machen wir ein bisschen Tempo. Bis das schon mal weg ist. Und dann gucken wir mal, setzen wir uns nämlich mal in den Cut rein. Der hat ja noch Holz geladen, was wir dann zum Sägewerk bringen. Kugel falsch eingeschätzt. Was wir dann zum Sägewerk bringen, um es dort in Holzplanken zu verarbeiten. So ist zumindest der grobe Plan. Gut, ja, für die Tour jetzt mit den Rohren gibt es, glaube ich, wieder nicht viel zu sagen. Ich meine, die Strecken kennen wir jetzt. Ich habe auch so gut wie alle möglichen Abkürzungen ausprobiert oder Umwege. Wir sind jeden möglichen Bullshit an Strecken gefahren. Manche haben gut funktioniert, andere so weniger gut. Wie zum Beispiel die Abkürzung, gucken wir mal kurz runter, hier unter der Brücke, wo ich nicht die Strecke hier außen rumfahren wollte, sondern einfach wie quasi einmal abbiegen wollte. Ja, hat so mittelgut funktioniert, deswegen liegen da immer noch ein paar Metallrollen im Wasser. So, an der Stelle auch nochmal der Hinweis. Wieder da drauf, wir fahren hier mit dem 605R, aber nicht dem im Originalspiel, dem Vanilla Trucks, der im Spiel drin ist, sondern in der Mod-Version von Bartlebys. Das ist der Bartleby 6605R Goliath. Den findet man eigentlich auch ganz gut. Einfach mal, wenn ihr nach Mod sucht, im Mod-Browser 605 eingeben und dann findet er den auch. So. Der hat nämlich ein paar Vorteile noch gegenüber den anderen Fahrzeugen. Die können wir an der Stelle auch mal wieder erwähnen, die sie schon kennen. Das haben wir dahingestellt. Unter anderem hat er einen versteckten 1000 Liter Tank. Detailprobleme mit dem Fahrzeug habt ihr nicht. Er hat eine bessere Maschine. Eine weitere Auswahl an Reifen und Addons, die er drauf haben kann. Das sind so die Hauptvorzüge. Also er ist nochmal deutlich stärker. Er ist deutlich stärker. So, dann jingeln wir mal hier runter. Oh, jetzt fängt es an zu schaukeln da hinten. Sind vorsichtig. Ich meine, wir haben ja so einen schönen Price-Up-Anhänger. Wenn ihr kippt, geht die Frachter nicht gleich flügen. Das ist halt mit einer der Gründe. Also, A, es ist ein 4-Slot-Anhänger. Ne? B, er hat diese Rungendinger. Das heißt, wenn die Ladung sich mal entlädt, also wenn die Verzögerung quasi aufgeht, fällt die nicht gleich raus.
Das ist Punkt Nummer 2, warum ich dem Anhänger so geil finde. Punkt Nummer 3 ist, er hat eine gelenkte Achse. Das finde ich eigentlich für so normales Fahren und Kurven auch immer angenehm. Die ihr aber auch feststellen könnt. Hier haben wir, wenn ihr jetzt hier UI-Lok-Trailer habt, dann lenkt die Achse jetzt nicht mehr mit, dann ist sie quasi gesperrt. Und er hat zusätzlich 500 Liter Sprit noch mit extra. Heißt, ihr müsst für eure Tour nicht mehr zwingend vorher irgendwie Tankanhänger irgendwo hinstellen. Das geht in der Regel dann mit den zusätzlichen 500 Litern hier auf den meisten Karten ganz gut, so dass ihr eure Tour noch so fahren könnt. So. So viel mal als Hin, vielleicht für ein paar Leute, die jetzt erst eingestiegen sind. Das war knapp. Da hat es uns wieder Schaden gegeben. So. Ansonsten, ja, gibt's also für die Tour gibt es wie gesagt nicht viel zu erzählen. Aber hier ist ein geiler Punkt für ein Foto wieder. Oder? Ja. So, fahren wir hier mal durch. Und bis zur Fabrik ist es ja jetzt auch nicht mehr weit. Hier haben wir den Hügel hoch und dann sind wir ja schon an dem zweiten Lager und dann ist es ja wirklich nur noch einmal da hinten über die Brücke und dann sind wir da. Haben wir das geschafft. Zack. Bisher läuft das doch ganz gut. Ich bin auch mal gespannt. Ich habe jetzt noch keinen neuen Termin gesehen oder irgendwelche Infos. Aber ungefähr habe ich ihn in den letzten Tagen auch wenig auf den Snow in der Discord geguckt, wann der Patch jetzt live kommen soll, ob es da schon irgendwelche Daten gibt oder wie verbuggt das ist. Mal gucken. So. Da bin ich sowieso mal gespannt auf die neue Region. Also die hat so von der Story her ist sie ja ganz cool, weil ein bisschen was anderes. Aber wo ich halt noch ein bisschen, ja ich weiß nicht, halt bin, ist, es ist nur eine Karte. Aber wie gesagt, das hat ja auch nichts zu sagen. Das ist ja die Frage, wie umfangreich natürlich die Aufträge da drauf sind. Mal schauen. So. Aber auf der Karte ist diesmal, glaube ich, dann auch nicht so viel mit Barbung, was ich bisher so gesehen habe. Also ein bisschen was müssen wir da auch überlegen, das heißt schon gesehen. Aber geht der da primär anscheinend diesmal nicht ums Aufbauen von irgendwelchen Sachen. So. Ich sag ja, wir brauchen nicht allzu lange. Keine 10 Minuten. Schon sind wir an unserem Zielpunkt angekommen. So, Kleinrohre. 1, 2. Hammer. Bleibt nur noch die Unterkunft. So. Das heißt, wir switchen einmal, so wie ich es versprochen hatte, in den Cut rein. Ah, verdammt. Kriegen wir...
kriegen wir den Generator jetzt überhaupt angeschmissen? War doch, hier mussten wir doch einen Generator herfahren, ne? Ja, da unten steht er schon. Weil der Cut hat doch keine Anhängerkupplung. Wenn ich das noch richtig im Kopf hab. Immer gleich mal gucken, ob wir den überhaupt ankriegen. Erstmal laden wir aber natürlich hier die lustigen Stämme ab. Und schauen dann halt mal. Wird hier bewusst in... Ist das da vorne der Verladepunkt? Den brauche ich nämlich. Um. So. Zack, Lagerhaus öffnen. So, wir können zweimal Holzplanken aus einmal mittelgroßen Stämmen machen. Dreimal Holzplanken aus einmal langen Stämmen und einmal Holzplanken aus kurzen Stämmen. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier einmal... Ah, nee. Moment. Stimmt, wir haben ja mal... Drei davon... Hä? Wo habe ich hier einen Generator hergezogen? Wir brauchen gar keinen Generator. Okay. Wir haben unsere vier Holzplanken damit jetzt hier fertig. Jetzt ist die große Frage. Wie machen wir das? Kat, du kannst erstmal hier in die Ecke. Jetzt noch ein bisschen Zeit. Jetzt mal noch ein Stück weiter in die Ecke. So. Nee. Oder aus, das wollte ich einfach nur. Gut. Stehst du eigentlich? So, du stehst hier oben noch. Okay, okay. So, das eins von beiden Fahrzeugen. Den Kran. Können wir hier stehen lassen. Ich muss hier erstmal mal vorbei. Ein bisschen Platz schaffen. Oder aus. So. Wie machen wir das jetzt? Fahren wir nochmal mit ihm? Nee. Nee. Achso, nee, ich muss den Anhänger erstmal lösen. Jetzt kann man wegpacken. Bergen. Wir fahren als nächstes. Auch ein schon starkes Fahrzeug, ne? Fahren wir mit dem Kolob? Reicht das sprittechnisch? Sattelkupplung hoch. Guck mal hier nochmal rein, ob wir hier noch irgendwas mitnehmen können. Hat der irgendwie zusätzlichen Sprit dabei? Nee. Metalldetektormodul. Doch, damit haben wir doch. Damit haben wir doch zusätzlichen Sprit dabei. Aha. Schlau ist, wer schlau ist, tut. So, und jetzt brauchen wir einen 8-Slot-Auflieger wieder.
So. Gucken wir doch mal. Das ist der Super Heavy, ne? Wird die nicht noch als zweite Variante? Ne, haben wir nicht. Dann müssen wir doch wieder mit dem Super Heavy fahren. Zack. Das heißt, wir fahren schon mal ein Stück los. Wahrscheinlich nicht die komplette Strecke. Aber halt schon ein bisschen. Dass wir beim nächsten Mal nach Möglichkeit zumindest wieder zurück bis zu dem Lagerhaus hier unten kommen, wo wir die zweite übergroße Fracht und die Metallplanken dann abliefern. Das ist so jetzt mein Plan. Bisschen weiter außen fahren. Oh. Stein. So. Wie viel Sprit haben wir jetzt eigentlich damit über das Metalldetektormodul? Können wir das gar nicht machen? Verdammt. Okay, dann haben wir es umsonst mit. Ich dachte, das hätte noch mal extra Sprit bei. Na gut. Macht aber nichts. Ich denke nämlich, dass wir auch so da durchkommen sollten, ganz gut. Weil wir müssen jetzt noch mal ein bisschen weiterfahren, ne? Ist alles schwierig, schwierig, schwierig. Anhänger lösen. Hier noch mal kurz nachtanken. Die 20 Liter. Rückwärts. Wir müssen ja diesmal ein Stückchen weiterfahren, weil wir ja immer bis zum Segel weg müssen. Na, wir gucken uns das nochmal auf der Karte an. Wir fahren ja jetzt hier runter. Bla bla bla. Hier einmal hin und dann müssen wir da einmal hin. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, mit zwei verschiedenen Anhängern zu fahren. Ja gut. Ja, jetzt habe ich mich entschieden. Jetzt ziehen wir das auch durch. So, ansonsten gilt jetzt für die Fahrt wieder Kurven ordentlich außen anfahren. Damit wir hier auch gut rumkommen. Solange wir keine Fracht drauf haben, sollte das aber auch weniger ein Problem werden. So, hier auch.
und spät einlenken. Das sollte passen. 1A. Läuft. Gut, das heißt, wir fahren jetzt noch ein bisschen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich will gleich nochmal. Ich will gleich nochmal gucken, ob wir nicht vielleicht doch nochmal abkürzen können. Hier drüber. Lustig wäre, wenn man hier irgendwo durchkommen würde, weil von hier bis hier rüber geht das ja, aber. Ich bin nicht sicher, ob wir hier durchkommen. Naja. Erstmal weiterfahren. Erstmal müssen wir weiterfahren. Ich hatte mich gerade gefragt, ob wir hier irgendwie über die Felsen da runterkommen. Aber da kriegen wir im Leben hier nicht mit dem Auflieger da rumgezogen. Ohne den Auflieger könnte das vielleicht sogar irgendwie ein bisschen klappen. Aber mit dem Auflieger eher schwierig. Was wir probieren könnten, wäre rüber zu fahren. Sparen wir uns den Weg dahin. Komm, das probieren wir jetzt. Urlaub, Bruxa, sollte das zumindest für die Hintour ohne Probleme eigentlich hinkriegen, wenn wir hier genug Platz haben. Das ist so das einzige Ding, wo ich mir Sorgen mache. Einfach mal wieder ein paar Sachen ausprobieren hier. Wie gesagt, das einzige Problem ist, haben wir Platz, um hier oben zwischen den Bäumen durchzukommen. Denn den Auflieger da drin irgendwo verfriemeln, dann wird es schwierig. Bisher sieht ganz gut aus. Und dann fahren wir jetzt hier mal ein bisschen lang und gucken mal, ob wir dann hier irgendwie runter zur Straße wieder kommen. Die ist ja. Ey, ist das steil. Zack. Haben wir geschafft. Haben uns einmal den ganzen Weg da hinten gespart. Ja, auf dem Rückweg glaube ich nicht, dass wir das so machen können, da verlieren wir einfach nur die Fracht. Aber zumindest für eine Tour haben wir uns jetzt die Strecke und vielleicht ein bisschen Sprit gespart. Na gut, so, dann fahren wir jetzt auf jeden Fall erstmal noch bis zur Fabrik. Also bis zum Walzwerk. Machen da einen kurzen Stopp. Kann unser Fahrer da so eine Pause machen im Walzwerk.
Und fahren dann in der nächsten Folge einmal zum Sägewerk, holen die Holzplanken da ab, holen auf dem Rückweg dann am Walzwerk die zweite übergroße Fracht ab und bringen das dann zurück zum Lagerhaus. Das sollte eigentlich so laufen. So macht das in meinem Kopf auch Sinn. Wir könnten auch erst in der Fabrik, also im Walzwerk, die Fracht abholen, aber das ist ja Quatsch. Warum sollen wir das erstmal in die andere Richtung mit transportieren? Das sieht hier gar nicht. Moment. Das sieht hier gar nicht so ultra tief aus, ne? Will ich das mal ausprobieren, ob ich hier durchkomme? Ja, ich will das mal ausprobieren. Wir schauen mal. Komm hier echt durch, ne? Und wir könnten ja sogar noch hochpumpen. Ja, ich würde sagen, für den Rückweg fahren wir eine andere Strecke, ne? Ja, wir müssen dann nur einen guten Punkt finden, um hier runterzukommen, dann mit der Ladung und dem Auflieger. Dann sollte das gehen. So, wir müssen den Federungsmodus mal wieder runterpacken. Okay. Das läuft doch. Wenn wir dadurch abkürzen können, sollte das sprittechnisch auch gar kein Problem mehr geben. Würde ich mal sagen. Aber gut, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Vor allen Dingen, ob wir dann auch... Also das Wasser, wie gesagt, kein Problem so von der Tiefe her. Aber ob wir dann auf der Insel auch mit dem Auflieger langkommen. Ja, wir kriegen das schon hin. Und wir kriegen das schon immer hin. Oder kipp halt um. Also. Machen wir, glaube ich, an der Stelle hier, beziehungsweise ich eine Kurve, die Kurve wieder bei der Außen anfangen sollen. Na gut, noch sagt unsere Power, dass. Passt da. Okay. Dann nutzen wir die Stelle jetzt hier. Ich wollte nicht lösen. So, da wollte ich hin. Allrad aus. Neutralstellung, Bremse. Ah, wobei, der könnte frieren, ne? Dann legen wir doch lieber einen Gang ein und lassen Bremse raus. Packen noch runter, die kalte Drohne. So. Das heißt, wir nehmen die Stelle, um jetzt Schluss zu machen, fahren dann in der nächsten Folge hier einmal falsche Richtung, hier hoch, unsere Holzplanken abholen, fahren dann hier wieder zurück, laden die übergroße Fracht auf, dann fahren wir hier eigentlich einmal durch. Müsste passen. Wenn nicht, lasst euch überraschen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Tschüss.